Hallo und herzlich willkommen bei Gekonnt Bogen, die Image Akademie. Ich bin Janine Katharina Pötsch und möchte euch heute ein paar Tipps geben, wie man korrekt am Tisch sitzt und isst, also gute Tischmanieren lebt und pflegt. Dafür habe ich Tom und Jerry mitgebracht. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, was hatten Tom und Jerry beim Essen zu suchen. Wenn man nämlich korrekt am Tisch sitzt, sitzt vorne sozusagen der Kater Tom, dass man den korrekten Abstand vom Bauch zum Tisch hat. Wenn man natürlich schwanger ist oder man hat einen etwas größeren Bauch als Mann, dann sitzt da nur so ein ganz kleines Kätzchen. Jerry sitzt immer hinten am Rücken, dass man sehr gerade auch wie im Flugzeug zum Beispiel auch sitzt, dass man nicht so am Tisch rumlümmelt oder fällt, ich zeige das jetzt gerne mal. Also wie gesagt, vorne immer Kater Tom, dass man so den Abstand zum Tisch halt korrigieren kann. Und hinten kleiner Jerry. Da sitzt man nämlich ganz gerade am Tisch und lümmelt nicht so rum, wie manche Leute das machen. Das Besteck sollte nämlich zum Mund gehen und nicht der Mund zum Essen. Ganz früher hat man das ja noch so gelernt, beim Adel zum Beispiel. Ich bin ja auch Vordenkerin für moderne Aristokraten, dass man das Buch als Kind auf den Kopf gelegt bekommen hat und dann hat man fast gegessen, wie so ein Roboter. Und wenn man dann aus Versehen mit sowas gemacht hatte, wäre das Buch auf das Essen gefallen und das Essen wäre damit beendet gewesen. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass Sie möglichst die Hände gerade auch am Tisch lassen, dass man die am Körper lässt, dass man nicht irgendwie so isst und dass man auch die Ellenbogen nicht auf den Tisch macht. Wenn man eine Pause macht, dann kann man sich natürlich wieder so ein bisschen entspannen, dass man dann den Rücken auch ein bisschen schont. Aber ganz wichtig natürlich immer diese schöne aufrechte Position, weil so können Sie Ihr Gegenüber auch in die Augen schauen, lächeln und gute Gespräche führen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit gepflegten Tischmanieren. Genießen Sie einfach wieder das Miteinander, freuen Sie sich an dem schönen Essen, das Sie haben. Und wenn Sie Interesse haben, mehr zum Thema Tischmanieren und angemessenes Verhalten am Tisch zu lernen, dann lade ich Sie ein. Besuchen Sie doch einfach mein nächstes Knicke-Dinner. Meinen offenen Knicke-Kurs oder auch gern für Kinder, Teenager und Jugendliche biete ich auch Kurse an. Besuchen Sie meine Webseite www.gekonnt-wirken.de. Ihre Janine Katharina Pötsch, Bindem-Expertin und Vordenkerin für moderne Aristokraten.